So, willkommen zurück bei einer weiteren Folge PvP. Ich bin's im, jetzt hier im Dingens, im 8 gegen 8 oder sowas in die Richtung. Und ja, bei dieser beschissene 1 gegen 1, da hat's nichts gefunden, da hab ich jetzt 5 Minuten gewartet, da findet nichts, geschätzte Wartezeit von 0,36 Sekunden, wird mir angezeigt. Am Arsch, das hat mindestens 5 Minuten gedauert, bis ich überhaupt niemanden gefunden habe, also können wir den Arsch finden hier. So, wir sind jetzt hier im PvP, im 8 gegen 8 und schauen wir mal, ob wir irgendwie ein bisschen hier rumrasieren können. Ich rasiere jetzt einfach mal hier ein bisschen hier, zack, hier, komm hier, du bist jetzt hier tot hier, du Demonschi oder wie auch immer du heißt jetzt hier. Am Arsch. So, gucken wir mal, so, zack. Hey, warum sterbe ich jetzt schon wieder? Ey. Was sag ich, Mami? Mano. Ich höre es nicht. Mensch. Na toll, ey. Ich sehe schon wieder, mein Team ist schon wieder schlechter. Wobei, Shiu, kenne ich gar nicht so. Habe ich, glaube ich, so schon mal gelesen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Naja. Okay. Wahrscheinlich, weil die alle hier rumdümbeln. Ist hier im 1 gegen 1 Ladder, ist hier nichts zu holen oder nichts zu machen. Wobei es jetzt aktuell, glaube ich, auch Halloween-Event, vielleicht machen die Spieler auch gerade irgendwas. Bin eigentlich zu einer relativ fernen Zeit eigentlich sogar online, also keine Ahnung. Das ist der Sonntagnachmittag, dürfte eigentlich relativ viel eigentlich los sein im Normalfall. Aber wir sind auch gar nicht so schlecht, wir haben sogar ein ganz schön geiles Splasher-Team, ja, so sieht's aus. Ja, ich rasiere jetzt einfach hier mal ein bisschen. Und rein, das ist das Motto hier, immer rein, ja. Scheiß auf Disconnect, ne? Wenn der Gegner einen Disconnect hat, einfach rein, einfach Wirbelwind rein und fertig ist. Ja? So, scheiß drauf. So, gucken wir mal, vielleicht hat ja irgendjemand hier Disco. Hier kassiere ich gerade. Ja, CC auf Doom. Leck mich doch. Heile mich! Bitte heile mich! Na toll. Okay, das läuft schon mal gut für mich. Auf jeden Fall hier im PvP. Ja, viermal ist unser Team gestorben. Ich bin davon zweimal gestorben. Das ist schon mal eine gute Rate, würde ich sagen. Aber ihr seht ja, guckt euch das mal an hier. Die sind, können alle hier schön von der Ferne aus kämpfen. Ja, ich krieg hier schon Schaden rein. Ne, nur weil ich hier dumm hier rumgümpel. Oh, krass. Das nervt mich halt so total am Krieger, ne? Dass ich muss da rein, ne? Und kommt nicht rein. Das ist ja, guckt euch meine TP-Anzeige an. Ey, warum fokussiert ihr mich? Ey, ich bin der Tank, Mann. Oh, geil. Kann man nicht rein von der Theorie her eigentlich auch hier unten durch das Portal durch und dann einfach die von hinten wegfisten? Guck mal. Ja, jetzt wird hier weggefistet. So sieht's aus. Weggefistet. Ja, du kannst halt gar nicht so schnell dich bewegen. Also so schlecht war die Aktion, glaube ich, gar nicht, weil die jetzt gut im CC waren eigentlich. Und die sich eigentlich nicht wirklich unbedingt auf mich gerade konzentrieren können eigentlich. Ja, jetzt kriege ich hier gerade wieder eine gute Schelle rein hier. Den halte ich gut im CC hier. Ja, komm, siehst du hier? Ja, das wird doch hier. Ja, jawohl. So sieht's hier aus. Schelle viel, Mann. So wird hier, so wird rasiert. Ja, das läuft gar nicht so schlecht. Die Aktion war sogar mal gut gewesen. Okay. Okay. Ja, okay. Okay, bin mal gespannt, ob ich überhaupt ein paar Kills irgendwie gleich mal gemacht habe. Irgendwie, ich sehe das halt irgendwie auch überhaupt nicht. Ja, hier oben rechts muss ich drauf achten, irgendwie, ob ich ein paar Kills mache oder nicht. Wenn ich reingehe, wenn ich halt einfach reingehe. So, jetzt hier, der ist auch gerade im CC auf Doom. Aber wir sind auf jeden Fall ein bisschen überlegen, ne? 20 zu 10 aktuell. Ja, wobei, ich sterbe gleich schon wieder. So, ich muss mich erstmal ein bisschen in Sicherheit hier bringen.
Das ist halt wahrscheinlich hier, ah, diese Getriebemeisterin. Du Scheiße. Ich kassiere halt aber auch zu viel halt eigentlich, ne? Na gut, da habe ich mich mit beteiligt an dem Kill, ne? Okay, bin auf jeden Fall wieder tot. Das war jetzt, glaube ich, Nummer 4. Mit Hilfe von S-Lin, ey. Oh, toll. Ja, ist gar nicht schlecht, dieser S-Lin scheinbar. Auf jeden Fall, der hat nämlich schon ein paar Kills. 5 nämlich sogar schon. Das ist doch relativ viel. 5 von 13 Kills. Oh, jetzt zerstören die mich halt hier wieder hier. Och nee, ne? Ach man, oh. Nur weil ich rein muss. Ach man. Menno. Ich komme hier nicht durch. Toll. Ja, lass mich in Ruhe. Dämonschi. Na toll. Na toll! Na gut, wir sind trotzdem noch 10 Kills im Voraus. Das ist trotzdem noch okay. Ich glaube, bis 50 geht das, glaube ich. Aber warum gehen die immer auf mich, Mann? Was ist das denn, ey? Ich bin halt hier aber auch sofort Fokus, ne? Hier hilft aber auch gerade keiner mehr mit. Hä, wo ist mein Team, Mann? Ich bin halt wirklich so, ich bin halt, das Ding ist halt einfach, ich bin halt wirklich so schlecht im PvP. Wahrscheinlich, das Ding ist halt, hier geht es ja um Kills halt, ne? Das heißt, man muss die, sollte die Leute ja relativ schnell down bringen. Und, ja, das war natürlich jetzt einfach nur ein Fluchtskill erstmal. Was halt natürlich wirklich sein kann, ist, dass ich halt aussehe wie ein Noob. Das heißt, in manchen Spielen hat man das ja, dass man, wie soll man sagen, dass man halt nur NPC-Kleidung halt anhat. Und ich habe ja nur NPC-Kleidung an. Und ich kenne das noch aus vielen Spielen. Na gut, man erkennt das halt. Ich für meinen Teil erkenne das hier bei Dragoness leider nicht wirklich, ob das jetzt immer nur NPC ist oder ob das jetzt CS oder sonstiger Spaß ist. Und so weiter. Vielleicht erkennt man es auch am Zeichen, wie viel PvP man gemacht hat. Dass man sagt, okay, gut, wir fokussieren jetzt lieber den, der jetzt sowieso ein bisschen noobig ist. Der jetzt NPC-Kleidung trägt und so weiter und so fort. Wir gehen einfach mal oben rein. Gucken wir mal. Oh, Sieg. Das war auf jeden Fall ein Sieg, okay. Jo, ich hab sie. Jo, ich bin halt mega viel gestorben, ne? Krass. Ich habe einmal besiegt, Hilfe habe ich fast keine gegeben. War halt eigentlich im Grunde genommen richtig bad. Das ist natürlich nicht so cool. Naja, okay, was hätte ich denn hier? Schnellbeitritt? Was ist das denn hier überhaupt? Vielleicht klappt das ja trotzdem jetzt hier mit der Leiter noch irgendwie. Schauen wir mal. Ich warte einfach mal ganz kurz noch eine Minute. Ich erzähle halt währenddessen ein bisschen was. Ansonsten war das eigentlich auch schon von der PvP-Folge. Ich würde eigentlich ganz gerne, wie gesagt, halt nochmal in die Leiter reingehen. Aber irgendwas ist immer los und irgendwas funktioniert immer nicht. Und das ist irgendwie alles doof. Und ja, das ist natürlich ein bisschen bescheuert und beschissen und voll doof. Ja gut, kann man halt natürlich wirklich nichts machen. Wenn das halt nicht läuft, ne, dann was will man dann machen? Ne? Da kann man nichts dran machen und dann. Können wir vielleicht nochmal probieren, dass wir vielleicht dort nochmal, weil ich die Folge eigentlich ein bisschen nicht ganz so kurz halten wollte. Ja, hier kommen wir noch rein. Spiel starten. Komm, gehen wir halt nochmal rein hier. Und ja, diesmal sind wir. Keine Ahnung. Gucken wir mal, vielleicht klappt das hier. Agamemnon ist der Hauptmann, schütze den Hauptmann davor, getötet zu werden. Jo, so lange geht das hier auf jeden Fall nicht. Ich sage es nie, dass man, glaube ich, erst in der nächsten Runde dann wieder einsteigt, oder? Kann das sein? Ich sehe halt jetzt allerdings auch gar nichts. Das ist der Hauptmann, Agamemnon, okay.
Bestimmt bin ich beim nächsten Mal der Hauptmann. Wieso kann ich hier nicht einsteigen? Kann ich jetzt mal einsteigen? Da ist der Hauptmann auf jeden Fall. Wer halt einsteigen? Wer halt losmachen hier? Die haben hier scheinbar relativ viel Heal am Start. Deswegen kriegt man die nicht down. Ich drücke ja schon die Leertaste, ich krieg aber hier niemanden anders rein. Miau! Iselin. Fightet hier oben gerade. So, wir haben auf jeden Fall eine andere. Hey, ich drücke die Leertaste. Das funktioniert halt einfach mit der Leertaste, ne? Ja, da klappt halt nichts. Wir kommen halt hier auch nicht rein jetzt, ne? Ach, irgendwas ist doch immer hier los, Mann. Das ist richtig nervig. Ja gut, wahrscheinlich wollen sie natürlich nicht gegen mich fighten oder so in die Richtung, weil ich so stark bin. Jetzt haben die alle das Spiel verlassen oder was? Ja, jetzt habe ich hier nur zugeschaut oder was? Was seid ihr denn für Spasten, Mann? Oh, fuck, Mann. Wie komme ich jetzt hier raus? Gar nicht raus, oder was? Hey, ohne Scheiß jetzt. Ja, Leertaste geht hier nicht, Mann! Okay, gut, doch. So, sorry fürs Übersteuern. Guck mal, hier Hauptmann. Das ist immer noch hier Hauptmann. So. Ab wann kann das losgehen? 9 von 16. Gut, 4 gegen 4 ist das jetzt noch. So, wie gesagt, das wird schon noch irgendwie werden, auf jeden Fall. So. Okay, so, startet in einer Sekunde. Agamann ist der Hauptmann. Wir werden ein bisschen verlieren. Ich will jetzt eigentlich noch nicht sterben. Oben ist die Zahl, wie viele Mitspieler wir haben. Wir haben nur noch 3. Achso, 3 gegen 4. Das ist schlecht. Wirklich schlecht. Na, jetzt können sie natürlich uns gut runterfokussen. Na, okay, ich bin tot. Ich bin weg. Ah, deswegen hat es nicht funktioniert, weil die gestorben sind. Ah, okay. Deswegen bin ich nicht reingekommen in dem Spielmodus. Aber es wird es nicht lange auf sich warten lassen. Warte auf Wiedereinstieg. Achso, ich kann wieder einsteigen? Achso, okay, dann ist ja gut. Achso, hier ist noch. Hä? Yeah. Hä, hey, der gibt mir eine Schelle oder was? Ja, komm her. Du kriegst hier eine Schelle, Junge. Also ist der Hauptmann sogar. Na komm schon hier, dich hole ich mir hier, Junge. Ah, das geht jetzt nervig. Widerstanden oder was? Was ist das denn hier schon wieder? So, bleiben wir mal hier dem Agamann hinterher. Wahrscheinlich kommt es auch darauf an, wie viel TP der Hauptmann dann hat. Das könnte natürlich sein, dass es auch wirklich auf die TP drauf ankommt. Wo ist denn da so?
Ja, guck mal, vielleicht hat es wirklich was gebracht. Guck mal, die paar 2-3 Hits auf jeden Fall. So, Runde 1, Zeit ist um. Wir haben gewonnen. Warum haben wir gewonnen? Vielleicht weil der weniger TP hatte, das könnte natürlich sein. Weil der eine ist auf jeden Fall ein Heiler. Schön, um getötet zu werden. Kampf beginnen, das dürfte auf jeden Fall so sein. Ich schätze es auf jeden Fall so, dass es so läuft. 3 Minuten Zeit hat man jetzt hier, okay. Insgesamt. Ja, okay. So. Oh, CC und Doom. Meine Güte. Also, wer ist der Hauptmann? Ist okay, war nicht ganz so gut, jetzt hier hinten reinzugehen. Ja, ein bisschen Schaden kann ich da auf jeden Fall schon mal drauf machen. Den Hauptmann. Das sind halt einfach dann zu viele Gegner, ne? Nicht so schön. Ja, nicht so gut. Okay. Gut, mal wieder gestorben. Das ist natürlich nicht so lustig. Zack, 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 zack. Ja, Leertaste halt, ne? Nee, liegt auf der Maus halt, warum auch immer. Keine Ahnung. Ja, ist im Spiel beigetreten. Ach. Na ja, toll. Toll. Ich bin schon wieder down. Ach ja, ach ja, ach ja. Heil mich bitte. Sagt Naido. Oh, die CC-Dinger, ne? Die sind halt auch wirklich so heftig. Und du kannst halt. Hier ist. Das ist ein. Ja, das ist wirklich ein Kritikpunkt, muss ich sagen. Es ist meiner Meinung nach fast zu viel CC hier. Zeit ist um. Aber wir haben gewonnen, oder? Okay. Das ist nicht schlecht. Dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall noch eine Runde. Oder beziehungsweise könnte ja noch 3 Runden sogar sein, rein von der Theorie her. Schauen wir mal. Eieiei. Komm hier nicht weiter. Aua. Autsch. Autschi. Oh, ich sterbe schon wieder. Na toll. Toll, ey. Ja, ich stelle mich auf jeden Fall gerade wieder mal nicht gut an. Bin gerade, glaube ich, auch schon wieder 4-mal verreckt, ey. Oh, das ist natürlich nicht so cool. Was kann man eigentlich bei der Team-Info hier einstellen? Gerade gar nichts, irgendwie. Also ich zumindest nicht. Ja, okay, hier kannst du nicht viel einstellen. Doch, da könnte man vielleicht nochmal irgendwie ein paar Informationen ausblenden, einblenden, wie auch immer. Nochmal ein bisschen individualisieren. Dass sich halt nicht im CC halt erwischen lassen, ne?
die haben halt alle so viele Skills, ne? Das ist halt, keine Ahnung, du kannst halt nichts machen. Wenn du im CC bist, dann ist hier halt im Ending-Gelände, ne? Jetzt hat nämlich der hier schon wieder im CC gut, ne? Dann, keine Ahnung, das ist jetzt ein einzelner Spieler, der halt 5 Fähigkeiten raushaut und die dann halt alle im CC, die halt alle im CC landen. Das ist halt wirklich, das ist ein bisschen schade an dem Spiel. Also CC ja, auf jeden Fall. Aber nicht so ein krasser CC. Jetzt habe ich ihn mal sogar mal im CC hier. Vernünftig. Der rennt jetzt gerade sogar. Nee, der rennt nicht. Der kloppt mich gleich wieder. So, jetzt hat er wieder seine 3-4 Skills hat er jetzt wieder ready. Na, jetzt kloppt er mir Schaden auf Doom. Oh, wir haben die Runde 3 sogar verloren. Oh, lol. Go, Handcap. Idiots. Joa, Argerman scheint wohl nicht ganz so freundlich zu sein. Scheinbar ist er halt auf jeden Fall halt gestorben. Das war nicht ganz so cool. Komm aber auch wieder gut Schaden rein. Ach man. Oh nein. Ich bin der. Was? Oh mein Gott, ich bin derjenige. Lol. Hä, wieso bin ich derjenige? Nein, ich bin derjenige mit dem scheiß Ding. Jetzt, wenn ich sterbe. Hä? Wieso bin ich derjenige? Oh nein, ich werde... Oh, fuck! Dein Hauptmann ist in Gefahr, ja, naja. Fuck, Mann, lol. War das schlecht. Was ist jetzt passiert? Spiel gecrashed? Das sieht wohl so aus. Dann kann ich das wohl auf jeden Fall nicht ändern. Ja, gut, wahrscheinlich komme ich hier eh nicht mal rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall hier fürs Einschalten und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ja, auf jeden Fall seht ihr jetzt hier nochmal ein bisschen an Gameplay. Ich werde wahrscheinlich relativ verkürzen auf jeden Fall die Zeit. Und ja, ich habe leider die Aufnahme schon beendet gehabt, beziehungsweise ja, meine Tonspur war beendet. Ich habe eigentlich gedacht, die läuft noch weiter, aber sie lief nicht mehr weiter. Und von dem her werdet ihr jetzt noch den Rest der letzten Runde sehen. Ich habe irgendwie in den letzten vorherigen Runden habe ich irgendwie verpeilt gehabt. Wahrscheinlich geht die Niederlage dann gehen auf mich, dass ich dieser Hauptmann war und ja, das war alles ein bisschen doof und so weiter.